Wir haben ein neues Konzept entwickelt innerhalb der kommenden Winterkollektion und das Ganze hat sich so ergeben, dass wir am Mittagstisch gesessen sind, irgendwann Anfang April, die Franzi und ich uns unterhalten haben über das Wochenende. Wir waren unabhängig voneinander, beide vormittags langlaufen bei wirklich nur tollen Bedingungen und haben dann nachmittags nur die super warme Sonne genutzt und haben die ersten Mountainbike-Touren gemacht. Witzigerweise haben wir dabei festgestellt, dass wir eigentlich nicht anders gekleidet waren, sondern beide waren wir eigentlich in unseren coolen neuen Langlaufhosen unterwegs und daraus hat sich dann eigentlich ein komplettes Kollektionskonzept entwickelt, das sich Glide and Ride nennt und das genau diese zwei Sportarten, also sprich im Herbst auf dem Fahrrad unterwegs zu sein mit guter technischer Bekleidung, dann den Übergang zum Langlauf, dann hat man die gleiche Bekleidung auch über die Wintermonate beim Langlaufen an und wenn es im Frühjahr wieder mit dem Radeln losgeht, kann man das nahtlos dann zum Fahrradfahren anziehen. Ich finde, es macht brutal Sinn, wenn wir jetzt einfach mal über die Nachhaltigkeit uns unterhalten wollen, dann ist es sicher sehr, sehr cool, einfach weniger Produkte zu kaufen und die Produkte halt, sage ich mal, maximal vielseitig einzusetzen. Sowohl auf dem Bike als auch auf den Langlaufskiern. Super schöne Bekleidung, die technisch einwandfrei funktioniert. Wir haben es wirklich ausreichend getestet und sind eigentlich super stolz drauf, dass wir dieses Konzept entwickelt haben und hoffen, dass viele Leute Freude damit haben.